Hallo und willkommen zur nächsten Folge, zur zweiten Star Wars The Old Republic mit dem lieben Keko. Ja. Hey, lass dein Schwert stecken. Ja, wir sind jetzt in ein Grab geschickt worden. Ach nee, das war dieses, ja, okay. Der schickt direkt ins Grab, der schickt es wieder da unten hin. Der schickt jetzt aber direkt nach, nee, wo, warte mal. Er schickt uns laut diesem Ding nach unten hin, ja. Aufs untere. Aber eigentlich müssen wir nach oben, ne? Nee, eben nicht. Okay. Da hat es dann angezeigt, dass wir. Ja, wir hatten es dann angezeigt, dass wir nach da oben laufen müssen. Zeigt uns jetzt auch an. Dass wir da hin müssen. Ja. Aber in also in dem Roboter des Akademie-Taxi sagt er ja. Wir müssen hier hin. Und eigentlich müssen wir auch hier hin und dann einfach straight nach oben laufen. Ja. So war das hier, glaube ich. Jetzt aber wir können auch direkt hinfliegen. Ja, aber dann müssen wir ja auch wieder zurückfliegen. Alle autorisierten Ziele. Wir fliegen jetzt einmal direkt hin. Mach mal. Jo, wir fliegen direkt hin. So dumm, ne? Also das ja. Ist... Irgendwie... Hier rechts war noch dieses eine Holocron, wollen wir das ja. Ja, müssen wir jetzt nicht machen, das können wir nachher nochmal holen. Denken wir da dran? Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich nicht. Siehst du, jetzt hat's geklappt. Bin gerade, ist geil. Jetzt müssen wir, ja, jetzt kommen wir nämlich von hier nicht weiter, jetzt müssen wir nämlich eigentlich wieder zurück. Aber wir mussten einmal hierher. Ja eben, das ist total bescheuert. Also fliegen wir wieder da runter. Genau, was ich sagen wollte, wenn du aus dem Auto, also aus diesem Flugding aussteigst und dann direkt losläufst, dann siehst du aus wie so einer der von Riverdance. Kennst du Lord of the Dance und Riverdance? Ja, ja klar. Du siehst ja mal wie so ein Stock, so ganz. Ja. Ich fahr runter. Das sieht echt richtig lustig aus. Ja. Beine bewegen sich, aber die Arme. Aber der Oberkörper bleibt. Ja, das ist so cool. Mega gut. So, wir können eigentlich echt kurz einen Abstecher machen zu dem Holocron. Wir müssen ja eh hier lang. Ja, gut, komm, mach was. Nicht, dass du es brauchst, nur ich brauch's. Ja, klar, stimmt ja, das bringt ja Willenskraft, aber. Ja. Jemand eine Messe, zwei Willenskraft ist mehr als gar nichts. Exakt. Dann hieß ja auch gar keine Gegner gewesen, wie nice. Willenskraft plus 2. Ja, wie noch der hier? Weg ist. Ja, ich bin schon weiter. Du bist schon weiter. Ja. Natürlich bin ich schon weiter. Aber wo lang? Ja, wir müssen doch jetzt hier einfach straight hin. Ich warte jetzt einfach hier. Hallo. Ja, ich wollte nur nicht, dass. Ja, egal. Wir haben es ja geschafft. Letztes Mal haben wir die alle platt gemacht, kannst du erinnern? Naja, da sind wir alle nach rechts gelaufen, weil wir dachten, da müssten wir lang. Was war auch noch, als wir den Punkt noch da oben rechts hatten, weißt du? Ganz schön sandig hier. Ja, ja. So ist das nun mal, ne? Ja. Meinst du, ist es auch entsprechend warm? Könnte sein, aber dann ist so eine schwarze Robe, wie du sie anhast, eigentlich eher hinderlich, oder? Quatsch. Nur die Harden kommen in den Garten. Okay. Ja, alles schon tot. Ja, sehr gut. Hier läuft nämlich so eine. Aber hier haben wir auch keine Bonus-Dings, oder? Doch, natürlich. Oh ja, du hast recht. Hier ich oben war was? Wird mir hier oben angezeigt. Geschaltete. Kurz.
Akolyten werden mir nur noch angezeigt, okay. Ja, auf den hier. So. Ja. Oh, nice. Sehr gut. Das sind meine. Eine neue Schuhe. Hervorragend. So, wir dürfen wieder hier bei den Flammen warten, bis die Bestie da rausgekrochen kommt. Ja. Mach das doch mal direkt. Ach, du musst ja, du musst meditieren, ne? Naja. Guck mal, ich stell mich direkt hier drauf. Ich hab von hinten angegriffen. Nell, benutzt den Buttplug! Ich stand ja sogar hin. Oh, das nächste für mich. Nice! Jetzt geht hier aber Loot. Geht hier aber auch los. Für eine Handschuh. Oh. Weißt du, wow. Ich habe die extra umgedreht, ja? Ja, dann kann und dann ich kämpfst du noch so ewig. Ein Flutsch. Nein, und dem hat das gefallen, passiert. Das ist das Problem. Ach so. Naja, da konnte ich nichts machen. Nice. Hat ihn sogar noch geheilt. Oha. Ach ja. Ach, ja, schon wieder dabei was. Aber diesmal weiß ich's wieder. Na ja, ist alles kaputt, ja. Ja, ja. Ich hab den auch einen Bonus. Sehr gut. In die Lampe gelaufen und habe mich da festgepackt. Da. Die Macht der dunklen Seite ist in mir. Die sind aber echt heftig, die Viecher, oder? Ja, ja. Wir schon. Die haben hier einen übermäßigen Unterbiss. Ja. Geh endlich auf, verdammt! So schnell kann's gehen. Hm. Letztes Mal habe ich einen Versuch mehr gebraucht. Ja, das ist richtig. Aber aus Fehlern lernt man, ne? Ja. Oh, da ist noch was. Hier ist was abzustauben. Oh, Schnellreise. Genau, wir müssen zurück, genau. Da bin ich jetzt drauf gekommen. Ne? Ich dachte so, ah, wir können doch Schnellreise machen. Ja. Ist eh schon nach rechts gelaufen, also gehen wir zu dir. Sehr gut. Nicht, dass wir in der Mitte ankommen, aber. Also, wir können auch noch nach links gehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann mich nicht entscheiden. Links. Uff. Rennt er einfach mal. Ups, jetzt renne ich gegen die Wand. Ja, gegen eine Wand, ne? Und dann läuft er selber gegen die Wand. Ja, ja. Ja, ja, nee, wollen wir nicht drüber reden. Na, wen haben wir denn da? Erinnert ihr euch an mich? Nein. Sofort den Weg freimachen. Wer ist das? Es gibt einen Grund, warum ich hier stehe. Habt ihr es schon bemerkt? Keine Zeugen.
Keine Zeugen bedeutet keine Regeln. Schluss mit den Abkürzungen, Schluss mit der Sonderbehandlung. Ihr werdet einfach ein weiterer toter Versager auf Korriban sein. Okay, kann ich mit leben. Banal Plug. Nein, wartet, wartet. Ich habe mich geirrt. Was die Leute über euch erzählen, ist alles wahr. Ich habe auch Angst. So ja. Stark. Ich will nicht sterben. Bittet nicht um Gnade und erwartet auch keine. Sterbt wie ein Sith. Ich habe versagt, Vemrin. Ja. Wollte ich schon rausrennen. Und so willst du keine Zeugen, ne? Geht hier ganz lässig. Guck nicht hin. Nee, der ist wahrscheinlich schwerhörig. Hallo. Er will nicht mit mir reden. Hallo. Wir müssen dringend miteinander reden, Akolyt. Die Zeit läuft uns davon. Meine Berechnungen waren nicht ganz akkurat. Marka Ragnos Bestie war eine starke Quelle dunkler Energie hier auf Korriban. Ihr Tod hat zu einer Erschütterung der Macht geführt. Darth Barras hat diese Erschütterung gespürt und ist sich deiner Gegenwart bewusst geworden. Er verlangt eine Audienz. Gut, auf diesen Moment habe ich lange genug gewartet. Nach dem Treffen wirst du dir vielleicht wünschen, dass du mehr Zeit zur Vorbereitung gehabt hättest. Barras ist ein ernsthafter Mann und ein Meister der Täuschung. Alles, was er tut und sagt, ist berechnet. Er wird versuchen, dich in die Ecke zu drängen, um deinen Charakter zu prüfen und den Kern deiner Persönlichkeit zu ergründen. Du musst ihn jederzeit ernst nehmen. Jederzeit. Ich bin hiermit gewarnt. Vielleicht sprechen wir uns nie wieder, Akolyt. Du bist die beste Chance, Vemrin aufzuhalten. Wenn du scheiterst, wird es auch niemand anderes schaffen. Viel Glück. Darth Barras erwartet dich in seinen Gemächern. Beeil dich. Er wartet nicht gerne. Er muss aber jetzt noch warten, wir müssen erst mal eins abgeben. Also ich muss mir eben kurz meine Hose ausziehen mit Tapes an die Seiten, an die Innenschenkel klatschen. Sehr gut. So. Hose ausgezogen, jetzt habe ich mir Tapes an die Innenseite der Beine geklatscht. Machst du sehr gut. Ja, ich habe lange dafür gebraucht. Diese schönen Rechtecke zurechtzuschneiden. Hm, hab's gemerkt. Yeah. Hoffentlich hast du das Holocron und verschwendest meine Zeit nicht. Eine Fälschung. Oder vielleicht aus der Bibliothek gestohlen. Ich befasse mich noch später mit dir. Es ist Zeit für eine weitere Demonstration. Geer, tritt vor. Ja, Aufseher. Phone, töte ihn. Mit Vergnügen, Aufseher. Geer soll euch als Beispiel dienen. Phone hat ihn problemlos vernichtet, so wie er euch alle vernichten wird. Hat noch jemand Einwände? Ihr macht uns nur stärker, Hakun. Und deine Kommentare beschleunigen nur deinen Tod, Made. Die anderen von euch kennen ihre nächste Prüfung. Geht. Sklavin, du bleibst hier. Nun, du hältst dich wohl für besonders schlau, weil du das Holocron erlangt hast, was? Ich bin einfach und schlagbar. Exakt. Du kannst froh sein, dass dich Lord Sesh nützlich findet. Und jetzt zu deiner Prüfung. Die letzten dunkelsten Geheimnisse von Tulak Hort verbergen sich in seinem Grab. Lord Sesh will diesen Text. Aber die letzte Ruhestätte des toten Lords ist nur schwer zu erreichen. Schon viele haben dort ihr Leben gelassen. Ich werde mit dem Text zurückkehren. Komm erst dann wieder, wenn du den Text aus Tulak Horts Grab hast. Und jetzt geh mir aus den Augen. Okay. Nice. So, und jetzt auf zu Lord Ärmchen. Auf zu Lord Ärmchen.
Der ist oben, ne? Richtig. Oh nein. Hast du gut gemacht. Ich auf jeden Fall. Dick ist GZ. Da würde ich cool noch lieber die Ecke springen und aufs Fenster. Ja, wollte ja cool sein. Ganz außenrum und vorsichtig. So, bist du ready? Da, Tenno. Ich glaube, es ist soweit. Wirklich? Also gut. Hey, ihr! Vorsicht, Tenno. Kommt schon, ich brauche etwas Abwechslung. Ihr da! Seid ihr der, von dem hier alle sprechen? Der, der angeblich von Darth Varas höchstpersönlich hergebeten wurde? Neugier kann großen Schaden anrichten. Bitte verzeiht meinem übereifrigen Freund. Wir haben nur schon so viel von euch gehört. Und wir wollen uns mit euch gutstellen. Tenno, was mein etwas vorlauter Partner hier sagen will, ist, dass ihr euch an uns wenden könnt, wenn ihr euch, sagen wir, um etwas oder irgendwen kümmern müsst. Sie spricht von Vemrin. Wir werden ihn für euch töten. Tut mir leid. Ich hätte Tenno einen Maulkorb anlegen sollen. Also was sagt ihr? Wir wissen, dass Vemrin versucht hat, euch töten zu lassen. Wollt ihr, dass er stirbt? Diese Freude hebe ich für mich selbst auf. Wir würden es nie wagen, euch dieses Erlebnis zu nehmen, aber bedenkt Folgendes. Es gibt Regeln. Akolyten dürfen sich nicht einfach in der Öffentlichkeit gegenseitig töten. Jeder weiß von eurer Rivalität. Wenn ihr ihn tötet, werden die Lords die Schuld bei euch sehen. Aber wenn Vemrin stirbt und ihr ein Alibi habt, würde es den Leuten zwar suspekt vorkommen, aber man könnte euch die Tat nicht anlasten. Versteht ihr? Ich wäre nicht traurig, wenn jemand Vemrin ausschalten würde. Das ist alles, was wir wissen müssen. Wir werden die Angelegenheit mit äußerster Diskretion behandeln. Was heißt das, Fein? Es heißt, dass Vemrin ein toter Mann ist und wir den besten Partner überhaupt haben. Was heißt Diskretion? Die meisten von euch werden von diesem Unternehmen nicht zurückkehren. Wenn ihr sterbt, wird man euch vergessen. Wenn ihr aufgebt, werdet ihr sterben. Ganz lässig an die Wand gelehnt. So wenig. Ganz mieses Gefühl. Das solltet ihr auch. Für euch ist bald Schluss, Klemmeral. Bleibt mir einfach aus dem Weg. Seht her, Vemrin. Ich sehe den Emporkömmling, aber kein Zeichen von Dolgis. Klemmeral, Vemrin, ihr könnt gehen. Ja, Meister. Ich habe euch unterschätzt, als ich Dolgis schickte. Das wird nicht noch einmal passieren. Hast du Probleme mit Akolyt Vemrin? Ich komme schon zurecht, Wächter. Ich kann nichts erschüttern. Die Drohungen, die er ausspricht, solltest du ernst nehmen. Vemrin hat hart gekämpft. Er hat auf seinem langen Weg hierher nichts geschenkt bekommen. Du dagegen? Lass mich dich näher ansehen. Ja, so wie ich vermutet hatte. Aufseher Tremel hat dir und dieser Akademie einen sehr schlechten Dienst erwiesen. Was? Deine Kriegsklinge kam zu früh. Gefangene wurden für dich eingeflogen. Und sogar eine Bestie wurde nach Korriban gebracht, statt dass du auf irgendeinem anderen Planeten in der Wildnis kämpfst. Die zeitliche Abfolge der Prüfungen ist entscheidend. Volle Hingabe bringt nur über einen längeren Zeitraum die richtigen Resultate. Dein Geist ist weich, untrainiert, ohne Disziplin. Ja, eben. Es war nicht meine Absicht, euch zu beleidigen. Und doch ist es eine Beleidigung. Einen Akolyten präsentiert zu bekommen, der nicht mal das geringste Verständnis davon hat, was einen Sith ausmacht. Im ersten Monat der Prüfungen sollte es um Philosophie, haben wir seine Ärmchen. Taktik und das Verstehen des Kodex der Sith gehen. Nenne mir den Kodex der Sith, Akolyt, und erkläre mir seine Bedeutung in Kampf. Ich habe ihn ja bei dir gehört, ich könnte ihn rein theoretisch sagen. Von einem Kodex der Sith habe ich noch nichts gelernt. Deine Fähigkeiten sind unbestreitbar. Doch dir fehlt es eindeutig an Reife und Verständnis für die Geheimnisse der Sith. Ich bin jetzt dein Meister. Tremel hat schon schlampige Arbeit gemacht, bevor du überhaupt hier ankamst. Seine fehlende Bereitschaft, sich daran anzupassen,
dass sich die Lehren der Sith weiterentwickeln, ist zu einem Risiko geworden. Er ist zu einem Verräter geworden. Verräter werden hingerichtet. Ich gewähre dir Straffreiheit. Töte Tremel und bringe mir seine Hand als Beweis. Es wird mir eine große Freude sein. Geh jetzt. Ich bin sicher, Tremel ist noch in seinen Gemächern. Kehre erst zurück, wenn er tot ist. Mach ich. Ja, ich würde sagen, ob Tekko Tremel tötet, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Star Wars The Old Republic. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Schaut auch bei Team Shaby vorbei, die sind verlinkt. Da spielt Jana und Malte, Alex hallo. Natürlich. Die spielen die nicht machtbegabten Klassen. Was machst du da schon wieder? Ist da runtergesprungen. Ja, die spielen auf jeden Fall die nicht machtbegabten Klassen, was bestimmt auch super cool ist. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.